Im Dezember 2021 ist in der Keramikfachschule Stob ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Die Keramico GmbH wurde gegründet, der Lehrplan wurde geändert und bauliche Maßnahmen eingeleitet. Hier ist nun ein erstes Etappenziel erreicht, der Neubau des Internats. Damit ist der vermutlich größte Holzbau im Burgenland fertiggestellt. Im Regierungsprogramm ist festgeschrieben, den Standort Stob als Schul- und Ausbildungsstätte, aber auch als Wirtschaftsstandort zu stärken und damit einen wichtigen Teil der burgenländischen Identität zu erhalten. Rund 10,5 Millionen Euro wurden in den Neubau mit Fokus auf Nachhaltigkeit investiert. Das neue Internat bietet eine Nutzfläche von 2740 Quadratmetern, 50 Zimmer für rund 100 Betten, Lernkojen sowie ein Fitness-, Kommunikations- und Aufenthaltsraum wurden umgesetzt. 2024 folgt der nächste Meilenstein, wenn mit dem Um- und Ausbau der Schule und der Werkstätte begonnen wird. Nach der letzten Ausbaustufe sollen bis zu 200 Schülerinnen und Schüler am Stober Campus lernen können.